Inmitten der Lichtfülle. Orsayt. Arsla sagte, wenn wir fliegen wollen, können wir das tun. Die Automaten von der Sicherheit passen auf. Wir springen hinaus und lassen uns fallen. Kobo trommelte mit dem Mund, er schlug Teile des Hornrands gegeneinander, immer gegenüberliegende Partien, links oben gegen rechts unten, rechts oben gegen links unten. Oder oben gegen unten. Sein ganz persönliches Zeichen der Bekräftigung. Es gibt da ein Energiefeld, das jeden auffängt, der vorher nicht aufgepasst hat. Dass ihr euch über so etwas unterhaltet, verstehe ich nicht. Das war Paco der Älteste. Keine Emulatsu beschäftigt sich mit so dummem Zeug. Habt ihr etwa vergessen, was ihr als erstes gelernt habt? Damals wart ihr winzig klein. Ihr musstet es auswendig aufsagen, damit es in Erinnerung bleibt. Was denn, rief Ileja. Du hast es bestimmt selbst vergessen. Paco nahm die Herausforderung an. Die unsichtbaren Fangnetze aus Energie verhindern Unfälle, aber sie schädigen unsere Gespürhände. Die offenen Nervenenden der Finger leiden und wir verlieren einen Teil dessen, was uns ausmacht. Wir werden gespürblind. Das ist ähnlich wie augenblind. Krüppelig, Kallo ächzte betroffen. Wir sind dann behindert. Mit 4 Arbeitshänden, bestätigte Paco und blickte aus schmalen Schlitzpupillen in die Runde. Wozu reicht das? Sie wussten es und schwiegen. Es reichte für nichts. Für eine grobe Arbeit in einem Bergwerk auf einem fremden Planeten womöglich. Aber nicht für ein Leben im Friedensbund. Sie würden ihr ganzes Leben keine vollwertigen Kairaner mehr sein. Dupa wollten sie das auf keinen Fall antun. Ihre Mutter hatte genug Arbeit und Ärger mit den vielen Fremdvölkern, die es zu befrieden galt. Wenn wir groß sind, helfen wir Dupa überall, sagte Asla. Sie braucht uns. Sie hatten vor längerer Zeit ein Gespräch mitgehört und wussten, dass auf ihr Volk und der Sternenrat wichtige Aufgaben wartete. Kobo schaute sich suchend um. Wo steckt Aipu? Aipu war der jüngste Emulatsu. Das Gegenteil von einem Energiefünkchen. Psyche, 22. Juni 2046 NGZ. Kommandantin Cheyenne Ho beugte sich im Sessel vor und berührte einen Sensor ihrer persönlichen Kommunikationsanlage. Wie geht es, Kyo? Sie schläft tief und fest, antwortete die Systempositronik. Sobald die Gefahr für uns wächst, weckst du sie. Selbstverständlich. Deine Schwester hat mir detaillierte Angaben gemacht, wann ich es tun soll. Gut. Ho nahm es mit Erleichterung zur Kenntnis. Sie fragte sich, wie Kyo in einer Situation wie dieser überhaupt Schlaf finden konnte. Im All schien alles durcheinander geraten zu sein. Die letzten verlässlichen Werte der Orta und Taster stammten von den Augenblicken, als die Hyperschockwelle sich aufbaute. Danach hatte sie alles überrollt und durcheinander geworfen.